Wow, neue Skins, 10 neue Skins. Das sind alles eigentlich Reskins. Feldfavoriten. Ist das Land England? Mexiko? Oh ja, die haben richtig viele Stile. Japan. Ukraine. Kann das sein? USA, Amerika. Ecuador vielleicht? Ich kenne es nicht. Kanada, auf jeden Fall. Das KMR, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ah, das ist die Türkei, ja. Portugal. Polen. SN. Nee, kenne ich nicht. Ghana. WL. Keine Ahnung. Australien. Keine Ahnung, leider. Oder Schweiz? Nee, nein, Schweiz ist nicht. Das ist Argentinien. Belgien. Oh, das sieht nice aus. Brasilien, ja, das sieht man. Keine Ahnung. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Niederlande. Irland. Ja, Irland. Ja, Deutschland. Frankreich. Was ist das? Dänemark? Was ist das? Serbien wahrscheinlich. Südkorea? Spanisch muss das sein. Und das weiß ich leider nicht. Achso, da gibt es einen Schal. Oh, da kann man sogar einen Schal auswählen. Was haben wir hier? Aha, man kann auch die Haare verändern. Ach, da sieht hier aus wie diese No-Skins da. Ja, das ist neu. Ach, die Haare kann man auch färben. Oh, das sieht nice aus. Oh, das sieht nice aus. Was kann man hier machen? Achso, man kann hier die Muster finden. Den Schal mal ausmachen, damit man es sieht. Ah, okay. Boah, das sieht nice aus. Was haben wir hier noch? Ah, hier kann man, wenn man will, noch die Oberteile verändern. Also seinen eigenen Stil quasi verändern. Oder erstellen. Also das ist nice, das ist wirklich nice. Das ist die Schalfarbe. Die Handschuhe kann man auch verändern. Schöne Farben. Mache ich das mal grün? So, da. Die Hose, da kann man ja auch verändern. Dann die Schuhe. Also nice, das ist echt wirklich nice, so ein Skin, ey. Ich zeige jetzt nicht alle, weil man kann sich ja vorstellen, wie das jetzt hier aussieht. Hier ist das Gleiche. Nur gucken wir mal die Frisuren an.
Okay, die Frisuren sind schon nice. Also hier sind auf jeden Fall neue Optionen möglich. Was, die sieht aus wie die Sirene. Ja, moin. Das sieht ja mal nice aus. Da sieht die echt wie die Sirene aus, ein bisschen. Kommt hin. Ach. Sieht da aus wie diese eine Fußballspielerin da. Also Fußballskin. Jetzt die männlichen. Ah, die männlichen? Die männlichen ist es anders natürlich wieder. Ja, also muss schon sagen, die Skins sind dafür, dass das Art Reskins sind, haben die echt geile Stile, dass du so einstellen kannst. Also das ist echt nice. Besonders mit den Haaren optional, dann deine eigenen hier die Farben, diese Muster, alles für alles hier. Also das ist ja richtig nice. Rote Karte, Rübel. Ja, sind auf jeden Fall schon sehr nice dabei, muss man sagen. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Es sind auch sogar, ich sag mal, No Skins, Reskins, die neu dabei sind. Zum Beispiel der hier ist, glaube ich, neu, oder? Nee, der ist nicht neu. Aber es kommt immer so an. Ist ja das neu. Ja, der sieht neu aus. Also da finden sich auf jeden Fall viele, die sich hier was Schönes zusammenbasteln können. So, was haben wir hier? Lass es alle wissen. Ausrüstungspaket. Größte Trophäe. Ja, moin. Was? Man kann die auch noch ein. Man kann die Muster sogar verändern. Das kann man ändern. Okay, das sieht man jetzt nicht so. Aber ja, das ist auch nicht schlecht, dass man das da hinten verändern kann. Pickaxe. Wahrscheinlich nur oben. Ah, ja, oben und hier diese Stellen kann man verändern. Okay. Ganz rot oder lila oder rot und dunkelgrün. Blau. Je nachdem, wie man es will. Oh. Ist nicht schlecht. Ja. Ne, Mode, Fanjubel. Synchron-Emote ist es. Das heißt, man kann das mit mehreren machen. Nicht schlecht. Ja, dann gibt es hier noch die ganz normalen Fußball-Skins. Hier, die haben jetzt aber nicht dieses individuelles Anpassungssystem. Ist ja normal, dass sie auch mit reinkommen. Obwohl ich die hier jetzt nicht feiern würde. Also die neuen, die sind viel, viel besser als die. Aber die müssen ja reinkommen. Dann gibt es noch Elite Trumpf. Was, wie heißt das? Elite Töp. Gott, ich kann es nicht aussprechen, sorry. Zähler.
alle Fußballsachen. Wir bleiben bis nächste Woche den 29. drin. Oder bis zum 30. eher. Weil es gibt, das hat sich glaube ich noch nicht gezeigt oder erwähnt. Es gibt Internetseite noch hier, wo man sich für Trials anmelden kann. Das gibt es auch noch auf der offiziellen Webseite, kann man sich anmelden. Da kriegt ihr auch dieses, ich gehe mal hier drauf, hier dieses Rückenaccessoire für dieses Holo-Ding. Das ist eine Omonicon. Und ja, jeden Tag kann man halt Meilensteine erreichen. Jetzt zum Beispiel Eliminierung, 20 Stück am Tag. Obwohl für das Emoticon braucht man nur einen Punkt. Das heißt, eine Eliminierung oder was weiß ich, morgen kann man auch irgendwas machen. Wahrscheinlich wieder sowas wie Fische fangen. Einmal einen Fisch, dann einen Punkt. Und wenn man Meilensteine erreicht hat, dann kriegt man bis halt hin, bis man 7 Wochen durch hat, also jeden Tag was, kriegt man 50.000 XP. Also ich weiß jetzt nicht, ob sich die XP lohnt. Monikon einmal ja, aber die XP jetzt noch zu verdienen, ich weiß nicht. Ich meine, die meisten sind bestimmt schon Level 200 oder mehr. So, was haben wir hier noch? Viele Verteidiger. Ach ja, V-Box-Mission gibt es heute nicht. Ich glaube, da mache ich auch noch mal kurz ein Video gleich zu. Gezeichneter Mann. Okay, jetzt. Taxifahrerin. Die Pickaxe. Da gibt es im Moment eine, die man gratis bekommt durch Rocket League. Ich weiß jetzt aber nicht, ob sich das lohnt, sich noch die zu kaufen. Wenn man da eine kriegt, die einen anderen Design hat. Also eine andere Farbe. Aber hier ist gleiche Aussehen. Oh, was ist denn heute alles drin? Alles random Zeug ist drin. So ein Wurfpaket. Hitzezone. Tango, oh, das ist auch wieder drin. Krypto kriegt bestimmt demnächst wieder auf den Stil, so oft wie der schon wieder drin ist. Dauert bestimmt nur noch ein bisschen. Agile Klingen, oh, die waren längere Zeit nicht mehr drin. Das sieht man. Ich kann mich kaum an die erinnern. Voll 80er. Knochenlos. Davon watschen. Okay. Setz jetzt noch hier aus. Also wo wäre es noch drin? Uncharted. Und dreh die Musik auf. Schon wieder sehr, sehr großer Shop. Die sind auch noch drin. Oh Gott. Neon Team. Party Nachtleben. Keine Ahnung. Ist viel wirklich wieder. Ich glaube, dieses Dreh die Party auf ist fürs Fußball gedacht, also bleibt bestimmt auch wieder eine Woche drin. Oder vielleicht länger. Wahrscheinlich, weil es
Ist nächste Woche. Das Event ist am 3. am Samstag. Macht dann bestimmt eher Sinn, das noch drinnen zu lassen, bis die neue Season dann anfängt. Ja.